wie deine Gedanken deine Beziehung sabotieren. Heute möchte ich dir eine Story erzählen aus meiner Arbeit mit einer Kundin. Und sie denkt sich, das ist immer dasselbe. Immer wenn er kommt, nimmt er mir nie die Kinder ab, wenn er von der Arbeit kommt. Ich muss mich den ganzen Tag um den Haushalt kümmern, um die Kinder kümmern. Und wenn er kommt, kann er sich ausruhen und er ist gechillt, alles ist gut. Und dann ist er noch genervt, wenn die Kinder so ein bisschen laut sind. Und den ganzen Tag geht es eigentlich nur darum, dass sie ihm zeigen will, dass es ihr schlechter geht als ihm. Und es geht darum, wo fängt es jetzt an mit den Gedanken? Dass sie damit, also ihr Ziel ist es, es ihm heimzuzahlen, dass er sich ausruht und chillen kann, während sie den ganzen Tag nur rennt, 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 rennt. Und es ihm zu beweisen, dass es ihr schlechter geht. Und ich glaube, das geht ganz, ganz vielen Frauen so unbewusst, ist dem Mann zu zeigen, beziehungsweise dem Ehemann, ne, wenn man jetzt eine Familie hat oder den Partner, wie schwer ich es habe. Kannst du das bitte sehen? Und oft ist es so, dass dann der Partner genervt ist und dir dann spiegelt, dass du es nicht gut genug gemacht hast. Das Essen hat nicht geschmeckt oder die Wohnung ist nicht sauber genug oder die Kinder nerven. Heißt, anstatt dass du Feedback bekommst, dass alles gut ist, wie es ist, kriegst du noch eine auf den Deckel und bleibst mit den Kindern weiterhin alleine und machst alles alleine weiter. Jetzt ist es so, dass sie in ihren Gedanken den ganzen Tag damit beschäftigt ist, zu überlegen, wie sie es ihm heimzahlen kann, dass er sie so im Stich lässt. Und es ist dann ein gegenseitiger Kampf zwischen Mann und Frau. Und damit sabotieren viele ihre eigene Beziehung. Wenn wir es schaffen können, als Paar, uns die Zeit zu nehmen, darüber zu sprechen, was unsere Bedürfnisse sind, was unsere Wünsche sind, und so zu sprechen, ohne den anderen anzugreifen, als würde er schuld daran sein, dass ich mich nicht ausruhen kann. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Ich will hier niemanden damit angreifen, weil für die Frau ist es sehr anstrengend, aber für den Mann ist es genauso anstrengend, der früh aufsteht, zur Arbeit geht, nach Hause kommt und sich ausruhen will. Und es ist leider so in unserer Gesellschaft, dass Männer sich einfach viel aus der Erziehung rausziehen können, abhauen können, sich ausruhen können, einfach nach der Arbeit oder einfach rausgehen ins Café oder wo auch immer, sich mit jemandem treffen, damit sie abschalten können und die Frau eigentlich viel, viel mehr machen muss. Es ist halt immer noch so. Das musst du aber deinem Partner nicht ständig vor die Nase halten, weil das zieht die Beziehung nur noch mehr nach unten. Meine Empfehlung ist in diesem Fall, meine Empfehlung, was man da tun kann, ist sich wirklich mal zusammensetzen. Und das ist es, da fängt es ja schon an. Meistens hat man gar keine Zeit. Aber für eine Beziehung ist es so, so wichtig. Guck mal, wenn wir abnehmen wollen, dann gucken wir, dass wir uns gesund ernähren und machen uns die Zeit und planen, was wir Gesundes kochen. Immer wenn wir irgendetwas erreichen wollen, nehmen wir uns die Zeit, daran zu arbeiten, das zu erreichen. Aber in unserer Beziehung finden wir oft nicht die Zeit, daran zu arbeiten, eine Beziehung zu führen, die uns beide zufriedenstellt. Entweder zu müde, genervt oder es ist irgendwas zu tun. Also wirklich gemeinsam einen Zeitpunkt zu finden, wo beide gut gelaunt sind, einigermaßen gut gelaunt. Und dann, und das ist vor allen Dingen das Wichtigste in allen Be Gesprächen, wenn du in einer Beziehung bist, dir die Absicht zu fassen vor dem Gespräch. Ich möchte, dass mein Partner am Ende des Gesprächs sich von mir respektiert, gesehen und geliebt fühlt. Das soll am Ende des Gesprächs rauskommen. Oft gehen wir ins Gespräch, er soll mal sehen, wie ich leide, und er soll mal verstehen, wie schlecht es mir geht, und der soll mal gucken, dass er mir irgendwie hilft. Und da sind wir schon im Kampfmodus und der andere merkt es ja und verschließt sich und am Ende kommt nichts raus. Und wenn wir da friedlicher in dieses Gespräch reingehen, ohne den anderen anzugreifen, sondern nur von mir zu erzählen, wie ich mich fühle und den anderen zu verstehen, ich weiß, dass auch du erschöpft bist, dass auch du müde bist, dass es auch für dich schwer ist, können wir irgendwie beide da gemeinsam die Mitte finden. Und es ist wichtig, mit welcher Absicht wir in diese Gespräche reingehen. Und es ist wichtig auch, mit welcher Erwartung wir reingehen. Pygmalion-Effekt. Das, was wir erwarten, ziehen wir an. Also wenn ich erwarte, das juckt ihn doch eh nicht, der macht sowieso, zieht wieder sein Ding durch, erschaffen wir das gerade mit. Also wie könnt ihr dafür sorgen, dass ihr im Gespräch gemeinsam die Mitte findet, eine Lösung findet, dass ihr beide euch gegenseitig unterstützt? Ich hoffe, dass es dir leicht fällt. Oft ist es sehr schwer, wertschätzende Gespräche zu führen, wenn beide genervt sind, gestresst sind und sich benachteiligt fühlen. Manchmal braucht es eine dritte Person, aber manchmal klappt es auch. Vielleicht mal am Wochenende oder wenn die Oma mal die Kinder nehmen kann und wenn nicht mit den Kindern gemeinsam irgendwas Schönes unternehmen und dann in einer ruhigen Minute sich darüber unterhalten. Ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Zeit und bis bald zu einem der nächsten Videos.